Wir befinden uns hier vor einem der Hauptwerke von August Waller. August Waller war einer der bedeutendsten Abridged-Künstler des 20. Jahrhunderts überhaupt. Hier eine ganz wichtige Leinwand, in der man das Universum von August Waller erkennen kann. Einerseits Symbole seiner polytheistischen Philosophie, auf der anderen Seite zeigt er, dass er als Maler was drauf hat. Auch Waller war aber nicht nur Maler, sondern er hatte auch tausende Seiten geschrieben, viele Texte. Er war einer der ersten Menschen, die Graffitis gemacht haben und wurde dafür nur verpönt. In seiner polytheistischen Philosophie beschreibt er auch, dass er geglaubt hat, ein Mädchen gewesen zu sein, das dann in der russischen Operation in einen russischen Knaben verwandelt wurde.